So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich muss erstmal gleich direkt tanken gehen. Ich dachte, ich kann jetzt noch ein paar Kilometer fahren, aber na. Da muss ich jetzt erstmal zur nächsten Tankstelle. Ja. Obwohl es jetzt so warm ist, wir haben es jetzt ungefähr 16 Grad. Seht ihr, habe ich trotzdem Handschuhe an, weil auch wenn man jetzt auf dem Roller sitzt, dann ist es trotzdem doch schon ein bisschen kühler. Das wollte ich euch noch mal gesagt haben. Ja, ich war jetzt erstmal tanken. Ich wollte jetzt gerade eigentlich nach oder Richtung Troisdorf fahren. Da war ich schon lange nicht mehr. Und Richtung Troisdorf ist eigentlich auch eine Tanke, aber ja, bis dahin komme ich glaube ich nicht. Vielleicht noch einen Kilometer, dann ist aber Schluss. Ah, ich hätte da reingemusst. Ach, ich fahre jetzt einfach hier rein. Ja, ihr kennt doch bestimmt alle den Infinitum. Der macht ja auch mal Rollervideos, Schraubervideos, Roller-Vlogs. Ich gucke den auch ganz gern. Ist ein feiner Kerl. Ist authentisch, ist ehrlich und macht einfach coole Videos. Und ja, wenn ihr mal irgendwie Bock, ich denke mal, ihr kennt den eh, wenn ihr auch Roller-Vlogs etc. guckt, dann kennt ihr den mit Sicherheit. Aber wenn ihr den nicht kennt, ich packe mal unten einen Link rein. Schaut doch einfach mal bei dem vorbei, er macht auch echt coole Videos. Und ja, ich gucke seine Videos auch echt gerne. Ja, Leute, ich gehe jetzt gleich erstmal tanken und dann labern wir weiter. Ich bin nämlich ein einziges Mal vorgekommen in meiner Rollerlaufbahn, dass ich aufgrund eines leeren Tankes ja, irgendwo stehen geblieben bin. Und das war nämlich genau hier auf dieser Straße. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich hier noch gar nicht gewohnt, sondern 15 Kilometer entfernt. Tja. Und ich musste anderthalb Stunden warten, bis diese Tankstelle dort irgendwie wieder besetzt war. Und ja, das war halt nicht so schön. Oh nee. Das ist das Coole am Roller. Man kann sich einfach so drum herum schlängeln. Und die anderen müssen nur warten, bis der andere fertig ist. So ist das nun mal. Das Leben ist manchmal einfach nicht gerecht. Ich tue mal meinen Handschuh anziehen, damit ich das nicht direkt mit den Pfoten anfassen muss. Wegen dem großen Zeh. Ihr wisst Bescheid. Wieso geht das nicht? Ja, wie man richtig tankt, darüber habe ich ja mal auch Video gemacht. So, das ging aber schnell. Ich mache mal bis 6. Ich muss nur gucken, dass es nicht überläuft. Schaffe ich genau 6? Nein! Nein! Jetzt kann ich heute Nacht nicht ruhig schlafen. Der Tag ist gelaufen, Leute. Noch mal schnell abschütteln. Und zack. Tja. Dann habe ich Pech gehabt. So, voll getankt. Für 6 Euro und 1 Cent. Ich fahre jetzt Richtung Troisdorf, aber mal eine andere Richtung, einen anderen Weg nehmen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, bei dem guten Infi. Ja. Und
Ich dachte mir, ich stelle ihm mal 5 Fragen und ich sage euch, er wird darauf antworten. 5 Fragen. Und dann fackel ich nicht lange und schieß dann auch mal direkt los. Erste Frage. Lieber Enfi, wenn du das siehst. Oh, da ist ein Blitzer. Die finden auch immer einen neuen Platz, ne? Die sind echt kreativ. Lieber Enfi, wieso machst du YouTube? Was hat dich dazu bewegt, mit YouTube anzufangen? Das würde mich mal interessieren. Zweite Frage. Was ist dein aller Lieblingsroller? Wenn Geld zum Beispiel keine Rolle spielen würde, ja? Welchen Roller würdest du dir kaufen? Oder würdest du dir gar keinen Roller kaufen, sondern... Also... Oder formulieren wir die Frage mal so. Wenn Geld keine Rolle spielt, ja? Würdest du dir dann... Ja, ist klar, wenn Geld keine Rolle spielt, dann würdest du Motorradführerschein machen und dir wahrscheinlich ein Motorrad holen. Aber wenn Geld keine Rolle spielt, so jetzt komme ich auf den Punkt, würdest du dann einen Roller fahren oder würdest du dann nur noch Motorrad fahren? Oder würdest du einen großen Roller fahren? Ja, das würde mich mal interessieren. Dritte Frage, lieber Enfi. Wenn du dich mit 5 Worten beschreiben müsstest, mit 5 Adjektiven, ja, welche wären diese? Ich finde, das ist immer so eine coole Frage, wo man dann halt so schnell ja, herausfinden kann oder gucken kann, was für eine Art Typ Mensch man ist. Wow, da kriegt man direkt Bock auf Motorrad, selbst Motorrad zu fahren. So, dritte, nee, warte mal, wie viele Fragen habe ich denn jetzt gestellt? Habe ich schon 3 gestellt? Na, erste Frage war doch, warum du mit YouTube angefangen hast. Zweite Frage war Rollerfrage und dritte Frage war, achso. Die 5 Adjektive, genau. 4. Frage. Ja, Leute, was könnte ich denn irgendwie fragen? Genau. Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Oder deine Lieblingsperson in Social Media allgemein? Instagram, YouTube, Facebook. Das würde mich auch mal interessieren. Wisst ihr was? Eigentlich muss ich jetzt rechts, ne? Aber ich fahre jetzt mal hier letzte Ausfahrt. Ich möchte mal wissen, was da drin ist, denn ich bin da noch nie reingefahren. So, letzte Frage. Letzte Frage. Was sind deine Hobbys, Enfi? Abgesehen von Roller und YouTube. Ja. Ich hoffe, du beantwortest meine Fragen. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin. Und auf das, dass du dann weiterhin so coole Videos machst. Ja. Dann bin ich mal gespannt, was da so kommt. Das wird es auch schon gewesen sein. Ich sag dann mal alles Gute und ich bin hier total falsch abgebogen. Und ich sag dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, ciao.